Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, wir sind in der letzten Folge bei ihm hier stehen geblieben. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Sprecht los! Okay, es ist eine Sie. Hätte ich auch sehen müssen. Jagdmeisterin Volka. Euer König der Jäger, Nesig Veri, wird auch eine hübsche Beute abgeben. Ich hatte schon daran gedacht, ihn selbst zu jagen, aber jetzt ist ihm jemand anderes auf der Fährte und das ist ein echt gefährlicher Gegner. Wenn ihr euren Jagdkönig retten wollt, müsst ihr ihn schnell aufspüren. Wenn er ein Lager aufgeschlagen hat, ist es vielleicht schon zu spät. Wer sich mitten auf dem Präsentierteller setzt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er ins Gras beißt. Zuletzt ist er, glaube ich, in Richtung Westen gegangen. Ja, ich will Lasst immer auf euch nicht Abwinden. kalt erwischen. Nein, ich lasse mich nur warm erwischen, niemals kalt. Moment, wir müssen in die Richtung rechts. Oh, das ist immer so. Dann habe ich mal eine Woche oder so nicht mehr gespielt. Sind die gut oder schlecht, die hier rumlaufen? Nee, die sind gut, ne? Dann habe ich mal eine Woche oder so nicht gespielt und dann komme ich mit der Steuerung schon wieder nicht klar. Es ist auch ein bisschen umständlich so. Moment, hier ist noch was Grünes. Das ist aber nicht das, wo wir hingehen sollen. Die Frage ist jetzt, sollten wir vorher mit ihm sprechen oder nicht? Oder ist er das jetzt? Wie heißt er denn? Der Hochberg wird nicht fallen. Das ist schön, dass der nicht fallen wird. Ich glaube, mit dir hatte ich gar nichts zu tun. Kann das sein? Wie komme ich denn jetzt überhaupt auf die Seite rüber? Das wäre jetzt schon mal die erste Frage. Ach so, da müssten wir runter. Oh, da haben wir natürlich wieder böse Gegner. Ist das denn hier in der Nähe oder ist das weiter weg? Das sind, ja, doch, das ist relativ in der Nähe. Laut der Karte, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe gerade. Oh, ich lerne das nie mit der Steuerung hier. So, lauf einfach. Wie greift dich denn jetzt schon wieder an? Irgendwas war über mir gerade. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich möchte nur questen und nicht mit dir rumprügeln. So. Da ist noch einer. Komm, jetzt kannst du Schild wieder machen. So. Oh. 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 Ich habe gar nicht gemerkt, dass so viel Leben runtergegangen ist. Ich bin davon ausgegangen, weil ich ja Schild drin habe. Verliere ich gerade kein Leben? Shit, ich glaube, wir sterben jetzt einmal. Ich hätte meine Lebensanzeige vielleicht doch mal im Auge behalten sollen. Okay. Lasst mich raten. Ihr habt euch übernommen. Nee, ich war eigentlich nur zu blöd, um drauf zu achten, was ich tue. Das geht nicht, wenn ihr tot seid. Was ist denn das hier überhaupt? Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Warum kann man das nicht anklicken, wenn man tot ist? Aber wenn ich lebendig bin, sehe ich ihn ja gar nicht. Mein Grabstein ist irgendwo in der Richtung. Es ist die Frage, doch, wie komme ich hier rüber? Probleme am Wurzelpfad. Ja, ich weiß, was ich für eine Quest habe. Ich wusste nur nicht, dass mein Leben so schnell runtergeht, ehrlich gesagt. Eieiei, die Folge startet ja schon wieder richtig gut heute. Ich bin es von Tee so einfach gewohnt, dass man ein Schutzschild reinmacht und ja, quasi unsterblich ist in dem Moment. Also wenn einen nicht gerade ein Weltboss anhittet, dann. Ich war ja fast da. Das ist total unfair. So, annehmen. Ja, aber doch nicht hier, wo die alle sind. Ich Hallöchen. brauche ein Ziel. Ja, dann nimm doch das, wo ich die ganze Zeit draufklicke. Hallo. Ja, dann sterb halt schon wieder. Bin ich jetzt ein Frosch geworden? Ernsthaft? Oder ist. Ach so. Nee, ich glaube, der war hier. Oder? Nee, da unten bin ich. Okay. Ich dachte gerade ernsthaft. Ach ja. Ich sage, die Sieht Folge beginnt aus, heute echt als toll. hättet ihr euch verblinzelt, Ach, halt was? die Klappe. Ich blinzel überhaupt gar nicht. Moment, ist das. Das ist doch da, wo das rot ist, oder nicht? Hä? Jetzt bin ich falsch rum runtergesprungen, oder? Wieso läuft die jetzt genau in der Richtung, wo ich überhaupt gar nicht hinzeige? Moment, jetzt muss ich hier nochmal hoch. Da, ich sehe es doch. Meine ich doch. Irgendwie bin ich jetzt.
den Abhang falsch rum runtergesprungen. Aber eben bin ich ja auch hinter ihm runtergesprungen. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Naja, egal. So, was ist das da oben? Ist das von der Quest? Kannst du einfach mal weiterhin in die Richtung laufen, wo ich gucke? Dankeschön. So, da oben, denke ich mal, müssen wir hin, oder? Wo das so am Köcheln ist irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die Quest überhaupt machen können, weil die uns ständig angreifen. Da ist schon wieder einer. Hier war es doch gerade noch. Das ist doch hier, oder nicht? Achso, da. Ja. So. Das Lagerfeuer brennt noch immer. Er muss vor kurzer Zeit hier gewesen sein. Aha. Es wäre nur schön, wenn er nicht gerade mitten im Gebiet der Gegner gewesen wäre. So. Mal schauen. Also irgendwie klappte das beim letzten Mal mit dem Laufen besser. Jetzt ist das schon wieder so ein blödes Vieh. Da auch. Oh, ist nicht dein Ernst. Ich habe kein Ziel. Ich wollte fast sagen, nimm doch... Wie, dein Inventar ist voll? Och, dann lass es einfach liegen. Es ist mir jetzt zu blöd. Ich habe keine Zeit, hier ständig das Inventar leer zu machen. So, da. Hallo, sag mal, geht's noch? Ich bin hier gerade was am Machen. Diese Falle scheint speziell für zwergische Beine entwickelt worden zu sein. Okay. Wo ist das andere? Da irgendwo. Ach, da oben, wo dieses blöde Grüne ist, ne? Ach, da kommt... Hallo, du sollst in die Richtung gehen, wo ich hinzeige. Ja, natürlich, ich greife den einen an und der andere stellt sich hinter mich und greift mich dann an. Das ist so klar. Ja, dann nimm doch den, den ich die ganze Zeit anvisiere, wo ich draufklicke. Nein, nimm's nicht. Okay. Dann lass dich halt kaputt machen. Ich weiß nicht. Heute soll es irgendwie nicht sein. Aber wir kommen schrittchenweise weiter. Der mächtige Held. Ich bin kein Held. Ich komme mit der Steuerung null klar in diesem Spiel. Wobei ich das nicht verstehe, bei Final Fantasy bin ich ja auch ganz gut mit klargekommen. Klar, die haben auch eine veralterte Steuerung, aber ich sag mal, da ging's noch. Und ich meinte eigentlich, dass es relativ so gewesen ist wie bei... Oh, jetzt springen. Wie bei WoW. Und ich habe ja anfangs auch gesagt in der ersten Folge, dass ich sehr, sehr lange kein WoW mehr gespielt hatte. Das ist schon einige Jährchen her. Wobei ich es nicht so schlimm in Erinnerung hatte. So, dreh dich um. Nein, dreh dich um, habe ich gesagt. Und dann mach das ich direkt. Ich kann nicht mehr tragen. Ach so, das ist das gar nicht. Oh, ich dachte, das wäre... Nee. Och, geh mir nicht auf die Nerven. Jetzt will sie schon wieder nicht. Inventar ist voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ist nicht mein Problem. Dann lässt du die guten Sachen halt liegen. Aber das sollte doch eigentlich hier sein. Ach, da. Da. Dreh dich doch mal ein bisschen schneller um. Dann wäre das Spiel wesentlich flüssiger. Ihr bemerkt, dass das Gras unter diesem polierten Gewehr nur leicht niedergedrückt ist. Es kann noch nicht lange hier liegen. Sein Lauf scheint nach Nordosten in Richtung einer nahen Hütte zu deuten. Einer nahen Hütte. Links, links, links. Irgendwo da. Achso, da oben. Ach, und da sind auch schon wieder Viecher. Ist das nervig. Ach ja, ich weiß. Du musst mich natürlich direkt angreifen. Während ich noch am gucken bin, ob ich überhaupt hier hochspringen kann. Inventar ist voll.
Ja, dann geh doch weiter. Dann versuch's doch gar nicht erst. Hallo. Nein, du sollst immer noch da hochgehen. So. Da, die Hütte. Ich sehe sie. Die Hütte ist gut. Das ist schon fast ein halber Palast hier. Okay. Hi. Geht's dir gut? Alles okay? Du hängst da irgendwie so ein bisschen komisch. Nichts geht über diesen frischen Kiefernduft im Wind. Ja, den kriegst du besser, wenn du kopfüber hängst, oder was? Ihr hättet nicht kommen sollen. Was ja, ich bin jetzt aber da. Euch auf? Er sagt, er würde euch jagen. Ich bin nicht die Beute, sondern der Köder. Hinter euch. Tötet Kopfjäger Jo. Weichmanns Heil! Wieso hinter mir? Hinter mir ist keiner. Okay. Und wo ist der jetzt? Gorillagraben. Tötet aggressive Wildtiere. Ja, die sind alle aggressiv hier. Ja, er sagt hinter euch, aber da ist irgendwie keiner. Oh, außer... Ih, was sind das denn für komische Viecher? Die kann ich mich gar nicht erinnern. Moment, jetzt hat er ein Ausrufezeichen drin, oder was? Oh, okay. Gehen wir nochmal rein. Wenn sie denn irgendwann mal gewählt wäre, dahin zu gehen, wo ich mit der Maus eigentlich hinzeige. So, jetzt. Ich hoffe, ihr jagt gern. Er sagt, er würde euch jagen. Ja, hast du schon mal gesagt? Allzeit gute Jagd. Willkommen zur richtigen Jagd. Ach, taucht der Feigling doch mal auf. Wo ist er denn? Da hinten, glaube ich. Kuckuck. So, da man hier leider nicht ausweichen kann, hoffe ich darauf, dass der mir nicht allzu viel Schaden macht. Ich brauche mehr Mana. Nein, du hast genug Mana. Hau drauf. Oh. So, zumindest was Silber hatte. Müssen wir jetzt wieder mit ihm sprechen. Was sicher jetzt ist, dass da oben ein Dinosaurierkopf hat. Ah, spürt ihr das Jagdfieber? Naja, es geht so. Wenn ich besser steuern könnte, würde ich mehr Jagdfieber verspüren. Ich danke euch, Magierin. Ich werde in Zukunft ein Auge euch auf euch ausfahren. Auf euch auf. Oh Gott, es ist einfach zu früh am Morgen, um Frau zu lesen. Ein guter heute. Tag für die Jagd. Ich danke euch. Ja, das hast du schon mal gesagt. Ach, jetzt kann ich die Quest nicht beenden, weil mein Inventar voll ist. Wollt ihr mich jetzt hier... Was will er mir denn geben? Was muss ich dann rausschmeißen? Ja, zerstör die einfach mal. Sonst kann ich ja nicht abschließen. Ah, spürt ihr das Jagdfieber? Hab ich mich jetzt erschrocken? Ich dachte, da kam jetzt noch einer raus. Tja, das war peinlich. Wenigstens habt ihr mein Gewehr gefunden. Okay. Ja, von mir aus. Hier war doch irgendwo in der relativ in der Nähe. Okay, es ist doch was weiter weg. Ist noch eine Quest. Da versuche ich mal hinzukommen. Stückchen weiter nach links und quasi durch die ganzen Dinosaurier durch. Keine Ahnung, wie ich das mache. Aber ich versuche mal hinzukommen und wir sehen uns dann gleich dort wieder. Also es ist ja irgendwie immer wieder schön mit anzusehen. Solche Sachen zeige ich auch immer wieder gerne. Auch wenn ich ein bisschen Schiss habe, weil das sehr große sind, glaube ich. Obwohl, nee, Level 17. Sind beide Level 17. Der Unersättliche. Ich denke mal, dass er gewinnen wird. Oder? Na, die sind beide relativ gleich. Aber ich finde es immer wieder krass, bei sowas zuzusehen. So, nach langem Umherirren habe ich endlich eine Quest gefunden. Und zwar sind wir jetzt hier oben. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt vorher waren. Ich glaube, vorher waren wir da. Ich diene Gong, dem Meister der Formen. Der Ruf von Zhang Chul wurde von
Pterodaxen überrannt, die durch irgendein dunkles Ritual verrückt geworden sind. Das ist irgendeine dunkle Macht am Werk und man kann nicht sagen, wer oder was dahinter steckt. Ich muss die Quelle dafür finden. In der Zwischenzeit zieht mit Gongs Gunst in den Kampf. Seine Verbündeten werden euch helfen. Tötet diese verrückten Pterodaxe. Wenn das erledigt ist, sagt ihr Rahl, dass er seinen Schwarm unter Kontrolle halten soll. Für das Rudel! Für das Rudel, genau, für die Horde. In dieser Form traut ihr euch unter Leute? Ja, soll ich so hässlich sein wie du? Ich kann nicht mehr tragen. Ja, du sollst ja auch nichts tragen, du sollst dich nur heilen. So, auf, dass ihr immer eure Feinde erschnüffeln könnt. Ja, ich hoffe nicht, dass die Feinde so eklig riechen, dass man die erschnüffeln muss, aber das sind die doch, ne? Ja, Blut. Ich muss näher ran. Dann geh näher ran. Wie nah muss die da bitte ran? Inventar ist voll. Ja, das kennen wir jetzt schon von dir. So. Ich brauche ein Ziel. Das hast du gerade platt gemacht. Wieso kann ich eigentlich Handwerkssachen nicht einfach irgendwo in einen Handwerksbeutel oder sowas reinmachen? Was anvisieren. Hast schon was anvisiert. Das ist zu weit entfernt. Nein, das ist nicht zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Doch, hast du. Direkt vor dir. Ich bin außer Reichweite. Ja, warum flattern die dann auch weg? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, Leute. Kann dieses blöde Viech mal stehen bleiben? Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, geht doch. Wo ist der jetzt? Der ist jetzt da drin. Nee, der steht davor. Ist nicht drin. Ich dien Paku, einem von den ältesten Lor. Musstet ihr so viele töten? Mögen ja, ich hatte die Kriegswinde immer günstig für euch stehen. Ja, ich weiß, dass diese Situation ernst ist, aber sie hat euch die Macht von ihrem Loa überlassen. Klingt für mich, als würde Loti sich mehr um die Rekrutierung kümmern, als um die Bedrohung durch die Blutrolle. Im Tempel hinter mir gibt's drei Wächter. Als ich dort reinging, wollten die mich töten. Mich. Irgendwer hat unsere eigenen Wächter verderbt. Verdorben heißt das, Junge. Hier, ich werde euch die Stimme von meinem eigenen Loa, Paku, dem Pterodax, oh Mann, leihen. Verwendet sie, um diese Verderbnisse zu beseitigen. Tötet drei Wächter. Eure Feinde finden, bevor die euch. Welche von denen sind denn die Wächter? Hallo. Du sollst doch schießen. Ich habe kein Ziel. Ja, das ist der Weg. Sehe ich hier nichts? Was ist das? Okay. Ein One-Hit-Wächter. Das ist nicht gut. Schaut euch an. Der mächtige Held. Ja, nerv mich nicht. Wo bin ich denn? Komme ich jetzt von der anderen Seite da rein? Kann das sein? Hallo? Gehe ich überhaupt richtig? Ich gehe jetzt hier irgendwie dran vorbei, kann das sein? Hä? Muss ich da hoch? Aber da geht's nicht hoch, oder? Nee, da geht's nicht hoch. Moment, da ist eine Treppe hoch. Aber um die Treppe hochzugehen, muss ich erstmal runterspringen. Ja, doch, hier war ich doch eben. Ja, genau. Hier bin ich richtig. Moment.
Lag das jetzt an diesen Flackern im Bild oder lag das jetzt an dem Wächter? Also, ich verstehe nicht, dass der mich so one-hitten kann. So. Jetzt auf einmal geht's. Komisch. Das kann man noch mitnehmen. Sehr schön. Wächter der Riten und Wächter der Toten. Gehörst du den... Nee, du gehörst zu den Bösen. Aber da muss ich wahrscheinlich auch hin, denke ich mal. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nee, Moment. Hä? Es wird aber immer noch hier als Kreis angezeigt. Zeigt, aber nur auf der Karte. Das ist so ein bisschen blöd. Was heißt das denn jetzt? Dass der andere Kreis draußen ist oder dass der hier drinnen irgendwo auf einer anderen Höhe ist? Boah, jetzt sehe ich nichts mehr. Wobei ich das jetzt weniger glaube, oder? Doch, da oben kann man hoch. Kann natürlich sein, dass der Kreis über mir ist. Also, dass das der nächste Kreis ist. Hallo, guck doch einfach mal, was sie hat oder hat sie nichts zum Looten. Das kann natürlich auch sein. Irgendwo hier links muss ich rein. Guten Tag. Ich glaube, von rechts greift mich auch was an. Das ist nicht gut. Ich habe kein Ziel. Doch, nimm den, der dich angreift, Junge. Wie lange braucht die, bis sie das gemacht hat? Ich mache mir hier extra schon das Schutzschild rein und sie benutzt es gar nicht. So, das heißt, wir müssen dann da wieder... Müssen wir dann runter oder müssen wir dann weiter? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir müssen hier weiter, ne? Guten Tag. Nein, ich war im falschen Bildschirm. Jetzt eigentlich wieder her. Ich habe kein Ziel. Hier kamen doch eben nur zwei, nur einer entgegengelaufen. Eieiei. Aber das ist scheiße, wenn man dann plötzlich im falschen Bildschirm steht und nicht mehr weiterkommt. Nein, 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 ihr könnt uns nicht aufhalten. Jetzt komme ich hier wieder raus. Aber da ist der Wächter, den ich brauche. Okay. Ich will mich nur ehrlich gesagt noch mal ein bisschen heilen. Das dauert ja so lange, bis das hochgeheilt ist. Na komm. Inventar ist voll. Ja, dein Inventar interessiert mich nicht. Ich will einfach nur geheilt werden. Hab ich mich jetzt erschrocken. Vor allen Dingen will ich die Spinnen dann auch immer töten, aber die kann man ja nicht töten. Ich möchte nämlich nicht ganz ohne Leben. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich muss mal die ganzen Sachen einfach kaputt machen. Aber das mache ich dann offline nach der Folge. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen, als ich in der letzten Folge, glaube ich, gesagt habe, dass ich das mal wieder machen müsste. Inventar ist voll. Wie viele sind da drumherum? Weil die braucht so lange, bis die... Ach, ich weiß auch, warum das von der Steuerung her so scheiße war am Anfang. Ich habe, glaube ich, die andere Maustaste verwendet. Ah, ja. Ja, ich glaube ja. Es ist schön, dass du alleine auf mich zukommst. Ich habe ein Ziel. Hallo, es wäre ganz schön, ganz nett, wenn du die mal eben kontrollieren würdest. Hatte ich gar keinen Loot? Achso, ich glitzer so. Okay, dann nehmen wir die anderen. Weil sobald ich den Großen angreife, gehe ich mal stark davon aus, dass die anderen nämlich, die anderen beiden nämlich dann auch angreifen. So, Magie ein bisschen auffüllen und ab dafür. Tada!
So, dann sprechen wir. Ich habe schon wieder die falsche Maustaste in der Hand. Dann sprechen wir mit dem Typen. Die Frage ist: Ist der oben? Ist der unten? Wo ist der? Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein komisches Symbol? Da oben wartet er, glaube ich. Hallöchen. Schon mal das Tier rausgelassen? Das ist übler, als wir dachten. Lass das Tier raus, Mann. Ich habe aber kein Tier, was ich rauslassen kann. Es tut mir leid. Nein, die Lasst Quest... Lasst euch nicht sehen. Nein, mache ich nicht. Die Quest nehmen wir jetzt gerade nicht an. Ich bin schon wieder ihr falsch am Drehen. Ich versuche das immer so super schön so fürs Ende zu machen. Aber irgendwie möchte sie das dann nicht und dreht sich dann trotzdem immer wieder. Dann machen wir einfach auf ihn. Ist mir jetzt auch egal. Och, der hat aber einen süßen Begleiter dabei. Ja, ist ein bisschen chaotisch gewesen heute. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum das mit der Steuerung heute so überhaupt nicht funktioniert. Bis ich dann, ja, wie gesagt, festgestellt habe, dass ich sonst, glaube ich, immer mit der rechten Taste gedrückt habe. Also gedrückt gehalten habe beim Laufen. Und das geht ein bisschen besser als mit der linken Maustaste. Da geht es irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist dann so, als ob man mit den Tasten steuern würde. Und mit den Tasten, das ist Grotte. Absolut. Also mit den Tasten steuert man ja letztendlich auch. Aber dieses Schauen im Endeffekt. Nee. Also ich kann nur sagen, linke Maustaste, nein. Also das ist fui. Rechte Maustaste, hui, wenn ihr so wollt. Also für alle die, die es noch nicht gespielt haben oder vielleicht gerade am Anfang stehen. Ja, ich hoffe, ich merke mal das fürs nächste Mal. Ich war jetzt etwas länger auch nicht mehr am Spielen, unter anderem auch wegen Krankheit und so weiter. Bin immer noch nicht wirklich auf dem Damm. Deswegen auch meine leicht verzerrte Stimme heute. Aber wir konnten trotzdem noch zwei Quests machen. Das ist schon mal gut. Und ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mit der Quest neben uns weitermachen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Falls du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.